Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute ein Live-Video, nee, live ist es ja gar nicht, aber ein Video im direkten Gegenüber mit meinem lieben Freund, Bruder im Geiste, im Herzen und auch im Spirituellen, Janosch. Grüß dich, Ivan. Grüße die Zuschauer. Ja, wir haben es endlich geschafft, mal uns wieder direkt persönlich zu treffen und dachten uns, wir machen jetzt einfach ein ganz einfaches Video in der Reihe Freimaurer, was sind das für Menschen? So, und du bist ja Freimaurer, ein Bekennender sogar. Ja, mich selbst als Freimaurer zu bezeichnen, das gehört sich, glaube ich, nicht, aber ich strebe danach, ein solcher zu sein. Zumindest gehörst du der bösen Organisation Freimaurerei an. Bekenne mich schuldig, ja. Ja. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Tja, das ist eine relativ lange Geschichte, aber so ein paar Eckdaten kann ich ja mal teilen. Also das hat eigentlich angefangen 2012. Da hat überhaupt bei mir so dieser, sagen wir mal, Umkehrprozess aus meinem alten Leben mehr und mehr an Form gewonnen. Sagen wir mal grob gesagt, so nach vielleicht 8, 9 Monaten, wo ich damals aufgehört habe zu trinken vor allem. Das war so ein wichtiger Schritt für mich. Und da habe ich allgemein angefangen, ein bisschen mit Philosophie vor allem mich zu befassen. Da war ich noch sehr, sagen wir mal, wissenschaftsgläubig. Ich hätte mich jetzt nicht als Atheisten bezeichnet, so, aber religiös in dem Sinne eigentlich nicht. Und da war dann zufällig, da habe ich in Hamburg studiert damals und da war gerade so ein Tag der offenen Tür bei den Freimaurern. Mhm. Dort bei den sogenannten humanistischen Logen. Da gibt es auch 2 Logenhäuser, wie das in einigen Städten der Fall ist. Und da bin ich halt einfach mal hingegangen. Hab dann auch ein paar Kontakte ausgetauscht und bin auch mal auf so Gästeveranstaltungen gegangen. Es hat mich aber damals dann doch irgendwie nicht so ergriffen. Also die Sache, da hatte ich keinen Zweifel dran. Es hat mich sehr fasziniert, habe ich mich auch dann immer weiter mit befasst die nächsten Jahre. Aber nach irgendwie 3, 4 Gästeveranstaltungen, so vom Menschlichen, hatte ich irgendwie nicht den Eindruck, dass es was für mich ist. Habe mich dann nicht so zu Hause wohl gefühlt. Mag auch an meinem Alter gelegen haben, damals war ich 24, also schon eher jung für als Suchender bei den Freimaurern aufzutauchen. Aber so eine lustige Anekdote will ich vielleicht noch aus Hamburg erzählen. Ich habe damals an einem Institut studiert, was ein ganz kleines Institut ist, also Finno-Ugristik, Uralistik, also Ungarisch war mein Schwerpunkt. Und das war so ein eigenes Gebäude und das ist erst kurz bevor ich da angefangen habe, damals 2008 habe ich angefangen. Und da war das gerade erst in so ein neues Gebäude umgezogen, dieses ganze Institut. Und dann habe ich irgendwann Jahre später, als ich nicht mehr da studiert habe, nochmal auf der Website von denen irgendwas abgecheckt und da habe ich gesehen, dass sie da wieder weg sind. Also die waren quasi fast nur genau in der Zeit in diesem Haus, wo ich da studiert habe. Und zwar in der Jonsallee. Und die Jonsallee ist quasi eine mehr oder weniger Parallelstraße von der Moorweidenstraße. Und die Moorweidenstraße, da ist das andere Orden, das andere Logenhaus in Hamburg, nämlich das von der eher christlich geprägten Ordensmaurerei. Aber damals wäre ich halt da niemals hingegangen, weil ach, Religion ist doch Aberglaube und so. Ich habe gerade in der Freimaurerei eher so dieses philosophische, aufklärerische und sowas gesucht und deswegen eben zum anderen Logenhaus in der Welkerstraße gegangen. Aber habe dann halt später, also wirklich Jahre später, entdeckt oder halt ist mir klar geworden, ich bin da oft dran vorbeigelaufen auch damals, aber dass halt das christliche Logenhaus eigentlich direkt um die Ecke von meinem Institut war. Und jetzt in Frankfurt, wo ich dann letztlich gelandet bin, also nicht jetzt hier, jetzt bin ich ja in Leipzig, aber in meiner Heimat Frankfurt, da ist es dann so gewesen, dass ich in der Pflege arbeite bei einem Kunden, einem festen Kunden, der hat lange Zeit so am Unicampus gewohnt, ist dann aber umgezogen in eine andere Gegend und da ist dann das Logenhaus von der christlichen Maurerei auch wieder direkt um die Ecke gewesen. Also irgendwie hat mich das fast schon verfolgt. Und nachdem ich eben, wie gesagt, in Hamburg erstmal ein bisschen so enttäuscht von der menschlichen, immer von der Schwingung her oder wie man das nennen will, war, habe ich mich wie gesagt auch weiter trotzdem mit der Thematik befasst, aber also im Heimstudium oder wie man das nennen will. Und zwischenzeitlich mal ein paar Jahre das auch ein bisschen in den Hintergrund treten lassen, da habe ich mich eher so auf dieses, da kam ich dann doch immer mehr zur Spiritualität, zum Religiösen auch, mich in so christlichen Kreisen bewegt und da ist es ja dann oft so ein bisschen aus verschwörungstheoretischer Sicht eher nicht so gern gesehen, wie die Freimaurerei wertzuschätzen. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen angepasst und habe das auch mal so 1, 2 Jahre weitgehend ruhen lassen. Dann hatte ich aber quasi von der anderen Seite wieder damit zu tun, ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber so ein damaliger Christenbruder, sage ich mal, der war mal seiner eigenen Aussage nach irgendwie kurzzeitig bei der Freimaurerei und hat sich irgendwie noch davon belastet gefühlt, so im Sinne von, hat sich irgendwelche Dämonen da eingefangen und so, ich weiß,
wie gesagt, nicht ins Detail gehen, was wir dann so versucht haben. Aber deswegen habe ich in dem Zuge dessen mich dann doch nochmal intensiv auch mit den Inhalten, also auch mit den Ritualen auseinandergesetzt, weil ich wissen wollte, was ich da bei ihm zu tun habe quasi. Also etwas, was nicht empfohlen wird, wenn man nochmal ernsthaft vorhat, irgendwann dem beizutreten. Ich habe es aber relativ intensiv gemacht, hat mich aber dann auch nicht dazu geführt, sofort jetzt da beitreten zu wollen, hat nochmal ein paar Jahre gedauert. Aber dann bin ich über meine Mutter, die in der Frankfurter Uni-Bibliothek arbeitet, hatte ich halt die Möglichkeit, auch wirklich interne Schriften, gerade von der christlichen Lehrart, die mir halt nicht so bekannt war damals, aber da ich inzwischen ja sehr mit Christentum mich befasst habe, wollte ich mir das mal näher angucken. Und das findet man im Gegensatz zu den humanistischen Ritualen und so nicht ganz so leicht im Internet. Also die Rituale findet man schon noch, aber so die, sagen wir mal, Instruktionsschriften und so sind tatsächlich nicht im Internet zu finden, so einfach. Und über Fernleihe, was dann meine Mutter eben besorgen konnte, habe ich dann aus Göttingen oder so wirklich sehr interne Schriften mir besorgt. Durfte man auch nicht mitnehmen, konnte ich dann nur da nach Feierabend fotografieren, also abfotografieren und solche Sachen. Habe ich da intensiv wirklich reinbegeben. Hatte immer noch nicht vor, dem jemals beizutreten. Das habe ich eigentlich schon so abgeschlossen gehabt. Aber ich wollte mich halt nochmal weiter mit der Thematik einfach auseinandersetzen. War dann aber so geflasht einfach von so insbesondere einem bestimmten Autor, den ich jetzt hier nicht nennen will, dass ich gedacht habe, okay, also ich muss zumindest da auch hier in Frankfurt jetzt nochmal mir das anschauen, die Leute mir angucken, wie ich mich da fühle und vielleicht dann doch, wenn die einfach nur quasi die Rituale noch bewahrt haben und das weitermachen aus Tradition, dann reicht mir das schon. Da habe ich gar nichts Menschliches mehr wirklich erwartet. Habe dann halt gesehen, dass auch noch das Logenhaus direkt da bei mir um die Ecke von der Arbeit ist. Und dann war es eigentlich klar, wollte ich halt da mal hin. Hat dann auch lange gedauert, wie das halt so ist. Wenn da auch ein paar ältere Brüder sich ums Internet kümmern, dann kann es schon mal sein, dass die E-Mail monatelang nicht beantwortet wird. Und habe ich total pathetisch an einer Wintersonnenwende sowas geschrieben wie: An diesem dunkelsten Tag des Jahres wende ich mich aus Sehnsucht nach Licht an Sie, werte Herren, und so ungefähr. Habe wirklich gespannt gewartet, dass am nächsten Tag eine Antwort kommt. Kommt nichts. Nach einem Monat habe ich nochmal ganz vorsichtig so: Ja, Sie haben sicher Ihre Gründe, warum Sie noch nicht geantwortet haben, aber ich will nochmal bekräftigen mein Interesse und so. Dann kam wieder ein paar Wochen nichts. Kurz vorm nächsten Gästeabend kam dann so eine ganz kurze Mail, wo nur die PDF mit der Einladung drin war, so quasi. Und dann bin ich da hingegangen. Am 22.02.2019, das war mein erster Gästeabend, also bei der Loge, wo ich dann gelandet bin. Ja, also es war eine lange Reise. Das waren entsprechend so 7 Jahre, bis ich dann tatsächlich bei meiner jetzigen Loge gelandet bin. Dann nochmal ungefähr 1 Jahr, bis ich aufgenommen wurde. Und seitdem, dann kam Corona erstmal, wurde alles ein bisschen ausgebremst. Aber jetzt, ich bin ja zum Beispiel auch in Leipzig, auch aus freimaurischen Gründen. Der Schlosspark in Machern hier in der Nähe, das ist sehr schön. Könnt ihr euch Fotos auf meinem Instagram-Kanal angucken? Folgt mir. Ja. Wie viel Werbung muss sein? Ja. Genau. Ja, lange Vorgeschichte, eigentlich ein bisschen untypisch auch. Also es gibt ja Leute, bei mir war es zum Beispiel genau andersrum. Ich bin total ins kalte Wasser gesprungen. Ich hatte eigentlich so gut wie keinerlei Vorahnungen oder habe mich da nicht irgendwie jahrelang belesen und Rituale studiert und sonst was. Sondern, na klar, hatte ich auch Kontakt aufgenommen. Ging dann relativ schnell, dass der Kontakt da war damals. Aber und noch ohne Internet damals. Damals noch ohne Internet, genau. Das war wirklich über eine Zeitungsanzeige, die damals da im Spiel war. Was ist Freimaurerei? Interessierte Herren wenden sich an. Das war also direkt in der Nachwendezeit, ja, 1990, von dem Jahr reden wir jetzt. Und dann gab es einen richtigen Briefwechsel. Also für alle, die das nicht mehr wissen, man nimmt dann Papier, schreibt da mit der Hand was drauf, tut das in Umschlag, Briefmarke, schickt das ab. Und dann kommt 1-2 Wochen später eine Antwort, die man dann aus dem Briefkasten nimmt. So, also E-Mail und so gab es alles. Ging also schneller mit Post als bei mir mit der E-Mail. Ja, wahrscheinlich sogar. Ja, genau. Ja. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Interesse war bei mir da. Ich habe Kontakt aufgenommen, habe mir ein bisschen was angeguckt, aber in dem Sinne studiert gar nicht, nur mal ganz grob so. Und für mich war aber das Entscheidende, dass ich mitmachen wollte, waren die Menschen, die ich dann kennengelernt habe. Als ich das erste Mal eingeladen wurde in Hannover, Friedrich zum Weißen Pferd, klasse Loge, also auch sehr alte Loge, alte Tradition. Und das waren einfach so faszinierende Personen, ja, die dort waren. Und die und gar nicht jetzt wegen dem Inhaltlichen oder irgendwie so, sondern wie die miteinander umgegangen sind. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Wenn die so immer miteinander umgehen, ja, da gab es einen Bruder, der war blind, der stand nie allein. Ja, da war immer jemand bei ihm, der sagt: Heinz, willst du noch einen Kaffee trinken, musst mal aufs Klo oder
willst du in einen anderen Raum rüber und hast du einen Wunsch und so. Also die haben sich wirklich richtig gut gekümmert umeinander und herzlich, so mit einer echten, authentischen Herzlichkeit und Empathie. Und da haben wir gedacht, wenn es sowas noch gibt in dieser scheiß Welt, wo jeder jeden hasst und was weiß ich nicht. Das war noch vor 30 Jahren, da war es ja nicht so schlimm wie heute. Ah, gut, okay. Na gut, sei es drum. Also bei mir war es jedenfalls nicht der Zugang über den Kopf, sondern mehr über das Gefühl. Aber am Ende sind wir beide da gelandet. So, wie fühlst du dich jetzt in der Freimaurerei? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Hast du was anderes gefunden? Wie geht's dir damit? Ja, tatsächlich habe ich halt mehr gefunden, als ich erwartet habe. Wie schon gesagt, ich habe vom Menschlichen eigentlich nichts erwartet. Ich habe nur gehofft, solange ich mit denen irgendwie klarkomme, reicht mir das. Ich will einfach nur, dass die Rituale noch fortgeführt werden, weil das habe ich eben viel schon im Vorfeld gespoilert, wie man so sagt. Also für die Zuschauer, die selbst noch sowas in Betracht ziehen, die Empfehlung, das nicht zu tun, wie ich es gemacht habe. Aber alles hat irgendwie seinen Sinn. Bei mir ist es halt so gelaufen. Und nur mal so ein Beispiel, was du jetzt auch von den Menschen, die man dann da so trifft, kennengelernt hast und was ich da so erlebt habe. Was mich sehr beeindruckt hat, war nach irgendeinem Gästeabend, habe ich ein bisschen mehr auch mit so einem anderen Suchenden geredet. Und der war so, ich weiß nicht, was er jetzt vom Beruf war, ich glaube Jurist. Ja, stimmt, der ist auch jetzt inzwischen auch Bruder, ist auf jeden Fall irgendwie Richter oder sowas. Aber der war auch noch ganz jung, ist auch noch jünger als ich. Und der war halt total so mit Anzug und so vom, sagen wir mal, was er so in den Gesprächen gesagt hat, kam mir sehr elitär denkend vor, so nach dem Motto, ja, ich will hier eine Gemeinschaft finden, wo quasi die denken könnenden Menschen sich so untereinander ein bisschen vernetzen und gegen diesen ganzen Abschaum, diese dumme Masse, so eine Art Bollwerk zu bilden, damit man halt einfach nur klarkommt in der schlimmen, bösen Welt so ungefähr. Also so ganz so sympathisch war er mir nicht, aber inzwischen mag ich ihn übertrieben. Also der ist eigentlich ein sehr lieber Bruder. Aber damals war er auch noch jung und so, hat halt so eine Sichtweise gehabt. Und ein anderer, also ein Bruder von der Loge, mit dem ich auch geredet habe, der schon über 80 inzwischen, damals halt in den 70ern oder so, auch schöne Gespräche geführt über Friedrich Weinreb, den kannte er auch, der ja ein von mir sehr wertgeschätzter jüdischer, chassidischer Erzähler war, ist, sein Wort lebt ja weiter. Und dieser ältere Bruder, mit dem bin ich danach in der U-Bahn nach Hause gefahren. Also der war so einer wirklich von den höchst ausgezeichneten, hat auch so einen Ordensring, Kapitelring am Finger gehabt und so einen anderen fetten Klunker. Aber halt mit so einer ganz normalen Jack Wolfskin-Jacke oder so, Jeanshose, mit dem bin ich halt in der vollen U-Bahn am Freitagabend dann nach Hause, so in seine Richtung, also selbe Richtung wie ich gefahren. Und der andere, der Suchende, der so ein bisschen auf elitär auch auf mich gewirkt hat, der hat mir halt ganz stolz erzählt, dass er von seiner Arbeit irgendwie den Chauffeur manchmal buchen kann quasi und der wird jetzt vom Chauffeur abgeholt. Also der Suchende wird vom Chauffeur abgeholt, aber der Ordenssenior, der fährt mit der U-Bahn, mit dem gemeinen Volk nach Hause und ich rede mit ihm über Friedrich Weinreb währenddessen. Also das hat mich irgendwie geflasht, und diese Nahbarkeit. Man muss natürlich dazu wissen, dass gerade in den Hochgraden, in den höchsten Höchstgraden, wie Verschwörungstheoretiker sagen, es gibt ja nicht nur die Hochgraden, sondern die Höchstgraden, da muss ja dann der 80-jährige Bruder sich nochmal unters Volk mischen, um dann, ich verarsche euch, alles gut, nein. Also es geht überhaupt nicht darum, dass man irgendwas muss in der Freimaurerei. Aus meiner Sicht, oder siehst du das anders, muss man irgendwas in der Freimaurerei, muss man irgendwelche Aufträge erfüllen? Ja, man muss sich schon an die Grundregeln halten, wie das bei jedem Zusammenleben von Menschen. Ich meine jetzt aber in das Hineinwirken in die Welt so. Das ist immer die Verschwörungstheorie, dass man, ja, die Freimaurer decken sich da alle und machen ihre Netzwerke. Und gibt es Netzwerke, hast du? Naja. Du darfst nicht drüber reden, sonst wirst du ja umgebracht. Genau. Es gibt Freundeskreise, es gibt engere Zirkel auch innerhalb der Loge natürlich, mit denen man sich besser versteht. Je größer die Loge ist, desto mehr gibt es natürlich auch so Grüppchenbildungen, aber wir sind eine relativ kleine Loge, da ist es eigentlich. Es gibt einen harten Kern, das wird es auch bei ziemlich jeder Loge geben. Aber weißt du, das war jetzt vielleicht ein bisschen unscharf von mir formuliert. Wir wollten ja auch ein bisschen über die Vorwürfe reden, die es gegen die Freimaurer gibt, und wir wollten ja auch über die verschiedenen Lehrarten ein bisschen reden. Fangen wir vielleicht mal mit der zweiten Geschichte an. Also ein Klassiker an Vorwürfen aus der Verschwörerecke ist, aus der christlichen Ecke gerade, ja, die Freimaurer verehren Satan und so weiter. Aber bei Lucifer. Lucifer oder wen auch immer. Baphomet natürlich nicht zu vergessen. Aber in der christlichen Freimaurerei ist ja nun mal Jesus Christus der Obermeister, wie es genannt wird und so weiter und so fort. Willst du da vielleicht mal, ohne zu tief ins Ritual zu gehen, ein paar Worte dazu sagen? Wie verortet sich die Freimaurerei der christlichen Lehrart zum Christentum?
Ja gut, aus meiner Sicht ist es schon ein wirklich mystisches Christentum, was da ganz Stück für Stück nach und nach einem näher gebracht wird. Also in den ersten Graden spielt es noch nicht so eine prominente Rolle, da muss man schon ein bisschen hinhören, dann erkennt man hier und da Bibelzitate wieder, die aber oft halt schon so ein bisschen frei integriert sind in die Ritualtexte. Aber mit den weiteren Graden wird es auch schon deutlicher. Oder vielleicht mal so ein Beispiel, die Trauerloge, die einmal im Jahr stattfindet, so um den Toten Sonntag rum, oder Ewigkeitssonntag, wie er, glaube ich, heute genannt wird. Da ist es dann schon, also wenn man die Bibel kennt, hört man fast nichts anderes außer irgendwelche Psalmzitate und sowas. Aber ich gehe auch davon aus, dass viele Brüder das sich gar nicht dessen bewusst sind und es einfach nur als irgendwie ein poetisches Ritual oder sowas erleben. Aber je weiter man gerade in der christlichen Lehrart kommt, desto deutlicher wird schon, das muss man schon sagen. Wobei ich auch bei der humanistischen Lehrart ganz viele christlich-biblische Elemente wiederfinde. Also es zweifelt auch eigentlich keiner von denen. Also ja. Naja, ich komme ja aus dieser sogenannten humanistischen Lehrart von Afam. Und natürlich ist 80% dessen, was dort passiert, irgendwie angelehnt ans Alte Testament in erster Linie, ein bisschen auch ans Neue Testament. Also dieses Christliche ist ein bisschen im Hintergrund, würde ich sagen. Es ist eher dieser alttestamentarische Teil, Tempelbau, Salomo und was da alles eine Rolle spielt. Genau. Ja, gut, es gibt ja in Afam gibt es ja kein Hochgradsystem. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also bei der christlichen Art, wo du bist, gibt es ja ein eigenes weiterführendes System. Das ist ein in sich geschlossenes System, bestehend aus 10 Graden. Und diese AF- und AM-Freimaurerei besteht aus 3 Graden. Man hat dann die Möglichkeit, sich einem solchen weiterführenden System anzuschließen, wie zum Beispiel dem alten und angenommenen schottischen Ritus. Dann ist man aber in 2 Systemen Mitglied. Das ist also tatsächlich wie wenn man in 2 Vereinen Mitglied ist. Man zahlt auch 2-mal Mitgliedsbeitrag. Gut, das ist aber bei uns auch so. Also die höheren Abteilungen haben auch wieder eigene Vereine, wo man auch wieder eigene Mitgliedsbeiträge hat. Ja, gut, aber lassen wir mal das mit den Mitgliedsbeiträgen weg. Also es sind wirklich 2 verschiedene Organisationen. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Also wer jetzt einer AF- und AM-Loge beitritt, die hat ihre eigenen Satzungen, die hat ihre eigenen Regeln, ihre eigenen ganzen Hausrecht und weiß ich was. Ja, und der schottische Ritus, der alte und angenehme schottische Ritus, ist ein eigenes System. Es gibt halt nur so eine Art Freundschaftsabkommen, will ich das mal nennen, dass der schottische Ritus darauf verzichtet hat, die ersten 3 Grade zu bearbeiten, die es auch gibt rituell. Also man könnte sagen, vom ersten Grad an im schottischen Ritus eben auch arbeiten, ist aber hier in Deutschland so geregelt, wohlgemerkt in Deutschland, dass die ersten 3 Grade nicht bearbeiten und dann ab 4. Grad sozusagen man dort reingehen kann, um dann weiterführende Grade zu machen. Genau. Ja. Besuchsrecht gibt es aber auch, müssen wir auch noch mal sagen. Also das heißt, wenn man zum Beispiel im 4. Grad vom schottischen Ritus ist, kann man auch den 4. Grad bei euch besuchen zum Beispiel. Ich bin nicht ganz sicher. Ja doch, das ist so. Also ich habe es ja gemacht. Also das ist so, man darf natürlich nicht in den höheren Grad. Das ja, ist klar. Es gibt aber also manchmal ein bisschen kompliziertere Verhältnisse, weil es ja nicht genau äquivalent ist. Es ist nicht ganz äquivalent. Ja, aber da gibt es so richtig wie Tabellen, wo Entsprechungen sind. Aber man sagt, der Grad entspricht dem Grad und dann darf man das auch besuchen und darf da teilnehmen und ist herzlich willkommen und lernt dann eben auch wieder dazu. Ja, also so läuft das mit diesen verschiedenen Lehrarten. Und man erkennt ja dann auch, wenn man ein bisschen Überblick gewonnen hat mit den Jahren, die Parallelen. Also es ist natürlich schon ein anderes Ritual dann in der anderen Lehrart. Ja. Also in den ersten 3 Graden ist es sowieso noch relativ gleich. Also relativ gleich. Ja. In den Hochgraden geht es dann eigentlich schon ziemlich weit auseinander, aber trotzdem erkennt man da halt auch die Grundmotive wieder. Da wollen wir jetzt nicht zu sehr in die Mythologie gehen, aber die ist halt eigentlich immer gegeben, gleich. Ja. Also du hast schon gesagt, salomonischer Tempelbau ist in der Johannesloge, also in der unteren Abteilung. Dann geht es um den wieder erbauten Tempel, der alte ist zerstört und wird neuer wieder erbaut. Und dann irgendwann kommen die Ritter gerade mit der Templersymbolik und so. Das ist ja relativ Populärwissen schon, kann man sagen. Ja. Vielleicht zur Frage nach Christentum und Jesus als Figur. Ein, finde ich, bedeutsamer Unterschied ist, also auch bei Afam, also auch bei der humanistischen Freimaurerei, wird im Meistergrad schon mal der Name Jesus erwähnt. Allerdings ist da die Tendenz, ist eher als Jesus von Nazareth. Also nicht so sehr der Christus, sondern es ist halt ein großer Mensch gewesen, aber eben der Fokus auf das menschliche Ideal, was er verkörpert. Ja. Bei uns, wie du schon gesagt hast, ist es der Obermeister, das ist unser eigentlicher Ordensmeister. Also der dieses Amt als Mensch ausfüllt, das ist nun ein Stellvertreter. Also genau genommen ist er der Stellvertreter Salomos, das ist rituell betrachtet. Also da ist schon nochmal ein Unterschied in der Art, wie dann über Jesus und über das Christliche geredet wird.
Aber natürlich, die Verschwörungstheoretiker würden mir jetzt oder uns Ordensmaurern vorwerfen, ja, ihr redet da vom Jesus, aber ihr meint einen Anti-Jesus, einen Bösen, der sich nur verkleidet hat als Jesus. Und wirklich, das ist auch wieder irgendein Baphomet oder Satan, Lucifer, sonst was. Also, ja, manchen Menschen wird man es niemals recht machen können. Und, ja, das stimmt. Manchen wird man es nicht recht machen können. Man kann es überhaupt keinem Menschen recht machen. Also nur jeder Mensch kann es sich selber recht machen. Das ist meine Überzeugung. Aber ja, genau so sieht's aus. Gut, eins hat mich ja sehr irritiert. Du hast gesagt, du wurdest Freimaurer, nachdem du aufgehört hast zu trinken. Das ist ja ganz schwer. Wo doch in der Freimaurerei so gerne noch was getrunken wird. Ich kann dazu sogar noch ein bisschen mehr Details preisgeben. Also ich habe 2011 am 1. September aufgehört zu trinken für 4,5 Jahre. Das erste Mal habe ich dann wieder in Israel, das einzige Mal, wo ich in Israel war, zum Passafest süßen Schabbatwein getrunken wieder. Und dann habe ich auch jahrelang nur Wein und auch eher nur bei solchen Anlässen getrunken. Und tatsächlich, dann war es an einem Tag, wo ich auch noch in der suchenden Zeit war, also noch nicht aufgenommen in der Loge, auf Gästeabend schon öfter gewesen, und dann war so ein Sommertreffen, wo eigentlich eher intern ist, aber wo halt auch ein paar interessierte Gäste eingeladen werden. Ich glaube, ich war aber der Einzige in dem Fall. Und da hatte ich vorher schon eine Teamsitzung von meinem Pflegejob. Und da gab es halt auch so sommerfestmäßig, und da gab es halt auch Bier. Und da habe ich das allererste Mal, also da habe ich wirklich, das war ja dann 2019 irgendwann, das heißt, ich habe seit 2011, also wirklich fast 8 Jahre, also 7,5 Jahre, kein Tropfen Bier, weil Bier war das, was mich damals in der schlimmen Zeit am schlimmsten beeinflusst hat. Und da habe ich das erste Mal wieder ein Bier getrunken, und dann war halt dieses Sommertreffen in so einem Weinlokal, da habe ich halt ordentlich Wein getrunken. Und da war ich, glaube ich, wirklich das erste Mal seitdem wieder so ein bisschen gut dabei. Und da habe ich dann tatsächlich auch noch Bier auf Wein, das lasst sein, diese Regel missachtet, noch irgendein polnisches Bier beim Kiosk danach, weil irgendeiner von den Brüdern da noch unbedingt uns eins andrehen wollte. Also tatsächlich habe ich da wieder ein bisschen, das war auch ein bisschen mein Anspruch, mehr wieder ins Gesellschaftliche reinzugehen. Ich habe ja ein sehr Eremitenleben fast schon geführt. So für mich hatte auch nicht viele Menschen so mit über solche Themen zu sprechen, also geistige Entwicklung, Spirituelles und sowas. Und ich wurde eigentlich auch vorgewarnt, weil die haben mich natürlich gegoogelt, haben meine Website gefunden und sowas und ja, mich für so ein bisschen spinnerten Esoteriker-Christen irgendwie gehalten. Was du ja auch bist. Ja, deswegen mag ich dich ja auch. Und da hatten halt manche doch eher Bedenken, sage ich mal, so, dass das vielleicht nicht das Richtige für mich ist oder dass ich nicht der richtige Kandidat für die bin. Ja. Und das wurde mir dann auch bei diesem Weingelage nochmal von dem damaligen Logenmeister oder Vorsitzenden Johannesmeister so ein bisschen versucht klarzumachen. Also der hat mich auch ganz viel vorgewarnt, dass ich nicht zu viel erwarten soll, was so die geistige Tiefe bei den Brüdern angeht. Auch schon so vor manchen Zwistigkeiten, die so in der Loge oder mit einer anderen Loge und sowas ist. Also der war sehr offen, vielleicht würden manche sagen zu offen einem Suchenden gegenüber, aber ich fand es einfach nur ehrlich und aufrichtig. Und ich habe das auch so ein bisschen dann als Anlass genommen, selber mich mal zu hinterfragen, dass ich vielleicht wieder mehr ins gesellschaftliche Leben mich integrieren will oder sollte. Und das Trinken ist jetzt vielleicht ein profanes Beispiel, aber es ist halt was Gesellschaftliches. Und irgendwie hat das für mich dann dazugehört. Ich hatte eh damals, als ich aufgehört hatte zu trinken, vor, nicht diese trockene Alkoholiker-Modus durchzuziehen, sondern schon dann irgendwann wieder in gemäßigtem Rahmen ab und zu mal was trinken zu können. Hatte ich dann zwischenzeitlich wieder aufgegeben. Aber dann war das eigentlich der perfekte Anlass, das wieder so ein bisschen zu integrieren. Und tatsächlich bin ich der Meinung, es einigermaßen unter Kontrolle. Ich wollte gerade sagen, das ist ja der entscheidende Punkt. Und dann mag ich mir doch auch mal jetzt ein bisschen genau. Ja. Den Haupttest. Wir haben ja jetzt hier im Park. Nein, das muss mit rein, dass wir auch hier noch ein schönes Bier zusammen. Das ist aber leider ein bisschen durchgeschüttelt worden. Ja. Hast du das offen? Oh, ja, geht. Gut. Ja, da würde ich mal sagen, in dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Gespräch, mein Lieber. Prösterchen, Reim zum Wohl und euch auch. Alles Gute und bleibt gesund. Knowledge is an inside job. Macht's gut. Ciao, ciao.